Angekommen sind heute in Lauf die 1100 Radler und meine Kollegin Nicole Rehmann. Und Sie kennen ja das Motto der Radeltour: tagsüber radeln, abends feiern. Frage an Nicole, da wo du bist, was kann man da wie feiern? Ja, feiern tun wir gleich. Wir haben erst einmal mit kleinen Alltagsproblemen zu tun. Hier schlafen nämlich in dieser Halle 600 Radler heute Abend. So schaut es dann ungefähr aus. Ja, kleines Matratzenlager. Und das Nette ist, es gibt ja auch Wäscheleinen, die irgendwo hängen oder die gehängt werden sollen. Aber die vier Jungs hier aus Passau haben bitte ihre pinke Wäscheleine super schön da oben jetzt versenkt. Gab 3 Punkte im Basketball, aber 0 Punkte für die Wäsche. Wie kriegst du das jetzt wieder runter? Ja, ich glaube, wir machen einfach klassisch Träuberleute und steigen mal auf und holen wir das Ding wieder runter. Der Daniel stürzt den Christian. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das hinhaut. So geht's da. Achso, du erst mal runterholen. Und jetzt ein neuer Wurf. Wer darf werfen? Jetzt bin ich gespannt. Heinz, was meinst du? Jetzt wirft der Christian einmal. Ich habe das erste Mal schon. Also das mit Basketball, das muss man nochmal überprüfen hier. Aber wie man sieht, man hat einiges zu bewältigen. Zum Beispiel auch eine Matratzenwahl. Da hinten sehen wir schon. Der Christian, glaube ich, war das, gell? Das ist deine. Rotes Laken, damit es am Abend auch wieder gut erkennt. Ja, je auffälliger das Laken, desto besser finden wir es wieder. Aber dass die überhaupt hier schlafen können in der Bitterbachhalle, das hat das THW geleistet. Ja, die Matratzen und so weiter. Und wie das Ganze funktioniert, das haben wir uns heute Morgen mal angeschaut. Das hat angefangen noch in Hollfeld in der Gesamtschule. Ein ganz normaler Radeltourmorgen mit mehr oder weniger ausgeschlafenen Radlern. 6.30 Uhr in der Aula. Ich habe gedacht, die schlafen noch alle, aber wie man sieht, hier ist schon reges Treiben. In 3 Stunden startet ja schon die nächste Etappe. Da ist Schlaf auf einer guten Matratze wichtig. Schläft man denn hier gut? Ja, ja. Kurz. Schlafqualität liegt eher an den schnarchenden Nachbarn. In welcher Lautstärke die schnarchen? An der Matratze kann es nicht liegen. Auch Radeltour-Neuling Maria mag die Matratze, doch sie hat zu viel Gepäck. Die Hälfte reicht. Man braucht gutes zwar mit zum Wechseln für Ränge und so, aber den anderen Scheiß brauchst du es nicht. Ja, gut. Ja, wir haben ein kleines Learning, nicht mehr so viel Scheiß einpacken. Während die einen noch frühstücken, packen andere dann schon zusammen. Moment. Los geht's. Ist das schön. Morgen. Josef, es trägt sich wunderbar. Viel leichter zu zweit, oder? Ja. Oh, schau mal, hinter uns sind ganz viele. So. Josef, es war mir ein wahnsinniges Vergnügen. Mir auch, war eine Ehre. War das nicht ein schönes Erlebnis für zwei? Ja. Über 800 Matratzen nimmt das THW heute alleine von der Gesamtschule in Hollfeld mit. Das ist zwar viel, aber leicht. Am Gepäck dagegen hebt Herbert schwer. Die Erfahrung lehrt, dass die Männer meistens das schwerere Gepäck haben wie die Frauen. Ja. Ich hab's gewusst. Was ist ja ein Wahnsinn, was haben wir denn da drin? Was meine Frau eingepackt hat, ich weiß was. Ach so, ich. Das ist der gemeinsame Koffer. Nee, ich bin alleine, aber sie hat's eingepackt. Dann starten die Radler auch schon in ihre 3. Etappe. Für die über 30 THWler geht's dagegen direkt nach Lauf an der Pegnitz. An den Übernachtungsstätten wie der Bitterbachhalle heißt es dann wieder abladen. 600 Stück, das kann was werden. Knapp 2 Stunden dauert alleine das Ausladen und Anordnen der Matratzen. Doch die THWler sind voller Elan. Es macht schon viel Spaß. Echt? Ja. Aber es ist auch die Gemeinschaft, die dahinter steht. Dieses ganze THW-Team, die Helfer, die da sind, die Orte, die das so super vorbereiten. Das macht einfach Spaß. Da nimmt man sich gerne eine Woche Urlaub und fährt damit. Um dann das Urlaubsgepäck der Radler zu schleppen. Das THW gibt nun mal einfach alles für die Radeltour. Bis zum Umfallen. Und so schaut's jetzt hier aus. Ja, vorher noch schön leer, jetzt ist gefüllt und gefühlt. Wie viel Grad hat's hier drin, Irene? 40. 40, gell? Irene aus Unterfranken ist auch dabei. Und ich glaube, heute Abend wird's noch eins heißer, weil wer tritt heute Abend auf? Sascha. Sascha tritt heute Abend auf und den habe ich vorab getroffen auf ein Ein-Wort-Interview. Wir machen ein Fragewort, ein Antwort. Okay? Ah, okay. Ja? Ja. Kannst losgehen? Spezialist drin. Ja, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Arschbombe. König. Lampenfieber. Ja. Radeln? Manchmal. If you believe? Da muss ich mich erstmal drauf einstellen, auf ein Wort. Das, ich bin ein Laberkopf. Ich kann nicht nur eine Antwort. Deswegen. If you believe, Hit. Freudentränen? Ja, ständig. Chaos?
Ja. Lauf an der Pegnitz. Das ist doof, wenn ich immer nur Ja sage, ne? Toll. Ja, wie jetzt? Musical. Nein. Ja. Matratzenlager. Nein. Zeiten sind vorbei. Gut. Hamster. Rad. Leberkassemmel? Unbedingt. Luftfeuchtigkeit? Zu hoch. Aber das sind auch wieder zwei. Aber ich kann sie hoch. Hoch reicht, ne? Und jetzt die letzte. Kurz. Es ist zu heiß, um so schnell in der Rübe jetzt zu sein. Jetzt haben wir die letzte. Kurze Hosen. Notwendig. Aber nicht heute, ne? Nicht ja, es war kalt da, wo ich losgefahren bin. Jetzt hast du es hier heiß. Ja. Vielen lieben Dank. Wie war das so? Ging es so? Das war super anstrengend. Ich habe noch nie ein anstrengenderes, kurzes Interview geführt. Ich hoffe trotzdem, es war einigermaßen. Das war ganz toll. Sehr, sehr vielen lustig lieben Dank. Auch. Sascha, Dankeschön. Viel Spaß heute Abend. Ja. Danke. Ciao. Und die Handtücher trocknet man hier in Etappen. Die sind noch von gestern, das haben mir gerade die Jungs erzählt. Aber immerhin, die Wäscheleine hängt. Applaus, Jungs, gell, für euch. Yeah, oder? Super. Und das war's von heute von der Radeltour. Wir melden uns morgen wieder. Das wird ein Spaß.